Jochen Löw, es geht endlich los. Wie groß ist das Vorstartfieber? Also irgendwie nach einigen Tagen hier jetzt, wo wir uns ja an die Bedingungen ganz ordentlich gewöhnt haben, freut man sich natürlich, wenn man jetzt irgendwie dann zum Spielort fährt, mal im Stadion trainiert, so, dann steigt ja auch allgemein die Spannung und irgendwie muss ja mal der Startschuss fallen und wir fiebern darauf hin. Die Stärken der Portugiesen liegen im Konterspiel, Umschaltspiel. Wird da eine Dreierkette vielleicht notwendig sein oder reicht auch eine Doppelsechs? Eine Dreierkette haben wir eigentlich natürlich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Das hat auch nichts damit zu tun, ob Viererkette oder Dreierkette. Im Konterspiel heißt es, die größte Wachsamkeit zu haben bei eigenem Ballbesitz. Das ist die Gefahr. Also wir müssen sozusagen, wenn wir angreifen, müssen wir verteidigen. Und unsere Abwehrspieler, die nicht im Spiel sind, müssen zuordnen. Die müssen die Leute dann zudecken, damit sie keinen Platz haben, sich zu drehen. Weil sonst ist im Konter immer schwierig, den auch zu verhindern. Wenn wir nachrücken, zuordnen, für die Spieler, die nicht am Spiel in der Offensive beteiligt sind. Das wird ein Schlüssel sein, um die Konterstärke ein bisschen dann auch zu minimieren. Gibt es einen Spezialauftrag für Cristiano Ronaldo, den Weltfußballer? Da gibt es natürlich schon, sag ich mal, Dinge, die wir besprechen. Wie spielt man gegen ihn? Wie spielt man gegen seine Querläufe? Aber es gibt jetzt keinen Spieler, den wir abstellen gegen Ronaldo, weil er spielt nicht mehr wie früher immer nur auf der linken Seite, sondern er kommt mal über rechts, er geht mal ins Zentrum, er lässt sich mal ein bisschen fallen. Klar ist, dass wir ihn nicht aus den Augen lassen dürfen. Das heißt, wenn der Ballbesitz bei Moutinho ist oder beim anderen Spieler, dann macht er ja meistens so Querläufe. Und das müssen wir dann eben auch sehen. Nicht nur auf den Ball schauen, sondern was macht Ronaldo? Gibt es noch Restzweifel bei der Fitness von Manuel Neuer? Da gibt es eigentlich keine Zweifel und auch kein Risiko. Er hat jetzt ein paar Tage mit der Mannschaft trainiert, er hat alles gemacht. Er hat Extremsituationen ja auch im Training irgendwie erlebt. Flanken, wo er raus musste mit Gegenspieler, er ist gefallen, er hat überhaupt keine Probleme. Also das sehe ich jetzt kein Risiko. Hätte so ein guter Auftakt vielleicht auch Signalwirkung für den weiteren Turnierverlauf? Hat es ja immer, ich meine, klar, am Anfang des Spiels, das erste Spiel zu gewinnen, hat schon eine Bedeutung. Gibt natürlich auch der Mannschaft so ein bisschen das Gefühl für das Turnier und Selbstbewusstsein. Man steht im zweiten Spiel nicht immer unter diesem immensen Druck. Wenn man verliert, wie Spanien, gibt es ja keine andere Möglichkeit, wie die nächsten beiden Spiele eigentlich zu gewinnen. Und wenn man hier ein gutes Ergebnis erzielt, dann hat man schon natürlich auch so ein bisschen einen Vorteil. Es ist ja immer so, in der Vorbereitung wird viel diskutiert, es wird viel geredet, es gibt unterschiedliche Meinungen. Jede Nation hat man irgendwie mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen. Man bestreitet ein Vorbereitungsspiel, was nicht immer zur absoluten Zufriedenheit ist. Man hat vielleicht verletzte Spieler, die integriert werden müssen. Was ich sagen kann, dass die Mannschaft eigentlich hier miteinander, auch in Südtirol, sehr positiv umgeht, ein guter Teamgeist entstanden ist, dass die Mannschaft aber auch trotz aller Lockerheit im Training schon auch sehr, sehr fokussiert arbeitet. Alle wollen spielen. Man spürt auf der anderen Seite auch, klar, Konkurrenzkampf, wenn es so jetzt um die Plätze geht. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn Deutschland beginnt am Montag, wenn unsere Mannschaft aufläuft oder im Vorfeld dieses Spiels, am Tag, wird die deutsche Nation uns den Daumen drücken. Egal, was vorher war, ob es da ein Problem gab oder nicht. Also man wird erwartungsvoll vor dem Bildschirm sitzen, man wird uns die Daumen drücken, man wird sich freuen, wenn wir gewinnen. Alle werden enttäuscht sein, wenn wir verlieren, klar. Aber ich sehe immer auch, und das ist meine Erfahrung, wenn der Startschuss fällt für eine Mannschaft, dann steht die Nation schon hinten dran. Ich drücke Ihnen die Daumen. Dankeschön.